Here we go, Eligella. Ooh, why always me? Ooh, Eligella. Like I'm Balotelli. Eligella, you're the best, man. Love you. Why always me? Congratulations, Elias. I'm a big fan and I see your video in YouTube. Why don't you see? Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Wir sind momentan am Berliner Flughafen, fliegen aber jetzt nach Paris. Wir gucken uns das Spiel Paris gegen Bayern an. Ich werde dort mit Anton und Tabak da sein und gehen danach noch was essen und davor noch was essen. Wieder mein Stadion-Vlog. Gab's lange nicht mehr. Extrem lange nicht mehr. Ich hoffe, euch gefällt das Ganze. Nehmt euch so ein bisschen mit, Freunde. Top-Spiel, was sehr, sehr geil ist. Also ich denke, jeder Fußballfan, da muss man auch kein Fan von den Mannschaften sein, würde sich dieses Spiel, denke ich mal, gerne angucken. Machen die meisten, glaube ich, auch. Und deswegen live auch solche Spieler zu sehen, ist sehr, sehr cool. Ich hoffe, euch gefällt das Ganze. Lasst ein Like da. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Oh, wir sehen uns. Mich werden Leute vielleicht nicht fühlen, aber ich sag's trotzdem. Wir müssen mehr Udon-Nudeln essen. Udon-Nudeln sind einer der underratedsten Essensrichtungen, die es gibt. Trust in yourself. Einer der großen Nachteile einer Person öffentlichen Lebens ist es, man kann einfach nicht sagen, was man für Serien guckt. Bro, ich sage, ich will anfangen mit Attack on Titan. Ich wurde sofort gespoilert. Sofort. Es ist ja nicht nur einer, es sind immer mehrere. In Tschernobyl gespoilert. Egal, was ich immer so an der Öffentlichkeit sage, was ich für Serien gucke oder Filme, man wird gespoilert. Ich bin momentan dabei, eine Serie zu gucken. Ich wollte gerade euch darüber erzählen und darüber diskutieren, aber ich habe Angst. Spoiler, Leute, kommen. Also auf Platz 1 kommt Stream Sniper. Dann kommen in meinen Augen Spoiler, Leute. Dann kommen die Leute, die immer nach Hausaufgaben korrigieren, fragen. Und dann kommen vielleicht so, keine Ahnung, so Räuber oder so. Aber die drei sind echte Wichser, muss man mal dazu sagen. So, Freunde, Eligella ist in Paris. Bonjour, je m'appelle Elias. Und ich sage euch jetzt was. Ihr denkt immer, ich bin scheiße, so in Englisch und sowas. Mein Englisch ist hier in Oxfords Englisch. Es kracht gerade so sehr in meinem Kopf. Ich bin erst im Hotelzimmer angekommen. Und das, man kann seine Karte hier nicht reinmachen. Und hier ist so ein Kartenzeichen. Was soll das für ein Zeichen sein? Bitte. Hier, Karte ranhalten, neues Punkt. Neues. Aber es geht trotzdem nichts. Ich wollte eine Roomtour machen. Hier ist ein Klo, ohne Licht. Was ist das? LOL, noch ein Klo? Ah ne, hier ist Duschbereich. Ihr seht da nichts, weil der Strom nicht geht. Hier ist nichts zum Reinstecken. Ich habe das nämlich auf Insta gepostet. Hier kann man nichts reinstecken. Ich habe auch 10 Sekunden den Lachs hier dran gehalten. Hat auch nichts gebracht. Wischen habe ich auch in jegliche Richtungen gemacht. Wer kommt denn auf sowas schon wieder? Drehen, drehen, ich drehe. Man kann es auch nicht drücken, drehen, drücken. Es geht nichts. Hier ist eine Hand mit einem Daumen. Was wollt ihr von mir? Ranhalten. Es geht nicht. Man muss in diesen minimalen Schlitz, der hier ist. Sieht man das, wie minimal der ist? Man sieht das nicht von vorne. Oben sieht es nicht aus wie ein Schlitz. Es sieht aus wie ein Knopf. Es sieht aus wie ein Knopf. Man muss die Karte hier so reinstecken. Geisteskrank. So, ich bin jetzt hier. Es ist 16 Uhr. Anton ist der nervöseste Mensch der Welt. Er will um 18 Uhr ins Stadion gehen, damit er nichts verpasst. Weil heute Messi spielt und wichtig gespielt. Er hat einen Schaden. Egal. Was ich eigentlich sagen will, ich will zu diesem Burgerladen von Sydney. Das ist ein absolutes Brett. Jeder Biss ist ein Genuss. Jeder Biss macht Spaß. So. Es ist der perfekte Burger. Es war Realtalk. Ich habe schon viele Burger gegessen, auch viele teure Burger. Und das war der beste Burger, den ich je gegessen habe. Ich gebe dem Mann einen 9,5. 9,5? 9 oder 9. Es hat perfekt geschmeckt, es geht kaum besser. Ja. Sydney ist eine verfettete Fettsau. Also. Die sagt, dass es der beste Burger ist, den er je gegessen hat. Und das muss ich überprüfen. Das Problem ist, der Laden ist 45 Minuten von hier entfernt und ich bin relativ in der Nähe vom Stadion, habe ich nachgeguckt. Ich brauche da so eine Stunde hin, würde ich schätzen, mit Verkehr. Verkehr hier in Paris bodenlos übrigens. Ich werde diesen Burger essen. Ich werde mich da hinsetzen und werde ihn bestellen. Und Sydney, wenn du das siehst, darauf wird eine Reaction kommen. Und der nicht mindestens, ich bin realistisch, eine 8,5 ist, dann werde ich die Freundschaft zwischen uns beenden und deine Nummer löschen. Ich zeige euch jetzt übrigens auch mal, ich war gerade duschen, die Eigenschaften eines gutes Hotels, wie ihr das ein für alle Mal klären könnt. Ab dreilagig haben wir es hier mit einem sehr guten Hotel zu tun. Es kommt drauf an. Einlagig würde ich alles nochmal überprüfen. Spermaflecken und sowas im Bett nachsuchen. Dann nächster Punkt, ob das Hotel einen Föhn hat. Wenn ja, sehr guter Indikator dafür, Freunde. Und sowas lernt ihr übrigens nicht in der Schule. Falls es hier jemanden übrigens interessiert, kommt mir gerade ein bisschen cringe vor. Eligella kommt langsam wieder in Form. Perform all. Und jetzt alle Twitch-Mann.
Spaß. So, okay, frisch geduscht, fertig gemacht. Ich werde jetzt alleine zu einem Burgerladen fahren. In einem fremden Land, in einer fremden Stadt. Nur weil Sydney meinte, es ist der beste Burger, den er je gegessen hat. Also ich erwarte da was. Anton und Tabak schaffen es nicht. Ich treffe mich dann nachher mit denen, weil wir gehen danach, Chat, zu einem, und das sage ich jetzt offiziell, zu einem der besten Restaurants, in dem ich je war. Da war Cristiano Ronaldo schon, da war Rihanna schon, diese ganzen Leute waren da schon. Ne? Ich war da letztes Jahr beim Champions League-Spiel Real gegen Paris, da war ich ja auch in Paris, am Valentinstag. Lustig. Und da habe ich mit das beste Essen gegessen, was ich jemals gegessen habe. Und da werden wir nachher wieder hingehen. Caesars heißt es. So steppe ich übrigens immer durch die Gegend. Elevate Jacke, Elevate Hose, Fear of God Hoodie, Elevate Tasche. Elevate cool. Die Hose, meine absolute Lieblingshose, sage ich nicht, weil es von mir ist. Check das gerne mal ab. Es ist so voll, aber hier ist der Eiffelturm, Freunde. Also wer mir erzählen will, dass Pariser Verkehr ist 100-mal schlimmer als alles andere. Jo, entweder verarscht der Mann mich hier, glaube ich aber nicht. Aber wir sind schon seit so, keine Ahnung, locker einer halben Stunde unterwegs und wir brauchen jetzt immer noch so 40 Minuten. Hier ist der Eiffelturm. Cool. Wie random. Wir sind einfach am Bayern-Bus vorbeigefahren. Ich bin jetzt hier. Das ist der Laden. Eine Stunde bin ich hierher gefahren und ich habe auch schon wieder einen Abonnenten getroffen. Der wohnt hier. Ist der Laden wirklich gut? Er ist wirklich gut, aber ich würde nicht, wie Sydney sagt, den Western Burger nehmen, sondern ich weiß nicht, wie heißt der dritte auf jeden Fall. Ich nehme beide. Digga, ich glaube das nicht. Ne? Ich komme hier rein. Hier ist eine komplette Klasse. Woher kommt ihr? Garmisch. Wo? Garmisch. Bayern. Achso, aber ihr seid nicht wegen dem Spiel hier. Ihr seid nicht wegen dem Spiel hier. Ich setze mich zu euch, Jungs, ha? Ich habe hier ein Date, Freunde, mit einem Supporter jetzt hier. Die sagen, er ist ein großer Fan. Ja. Die haben ja, also ihr kommt aus Bayern und ihr wart auch beim Cup. Ihr beide, hat es euch gefallen? Ja, sehr, sehr, sehr. Ja, das Stimmung war viel besser als in den Videos, muss man sagen. Die Videos waren Quatsches, ne? Sydney, wir sind wegen dir hier alle, ne? Also, wir sind auch wegen dir hier. Du hast Druck. Hier. Ja, Eli ist größer, ja. Ich bin Abonnenten in einem fremden Land und das Erste, was sie mich fragen fühlen, ist, wie groß bist du? 1,80. Oh, und bin ich größer? Ja. So, das sind die Jungs. Also, das Brot ist sehr fluffig. Ihr seht's, glaube ich. Hier habe ich so ein... Ne. Da ist Bacon drauf. Den habe ich falsch bestellt. Und hier ist ein Vintage Cheeseburger. Den muss ich gerade zurückgeben. Hier haben die Jungs hier abgenommen, weil der war mit Bacon. Ich esse halt kein Schwein. Ich habe einen Cheeseburger und diesen Sydney Burger bestellt. Der Cheeseburger, 7,5. Guter Burger, aber ja, ist okay. Hier habe ich jetzt diesen Sydney Burger ohne Bacon. So, Statement. Ich hoffe, das funktioniert mit der Musik. Der kriegt von mir eine 8 und der kriegt von mir eine 7,5. Sehr leckere Burger, aber der Shake Shake war besser. Statement. Also ich sag, der Cheeseburger ist für mich einer der besten Burger, die ich gegessen habe. 9 von 10. Okay. Und die Pommes jetzt, die waren okay. Männer, was sagt ihr? Ja, der Cheeseburger. 8? Ja, Cowboy. 8? 8,5. Jungs? 8. 8? 7. Also 7. Also sehr lecker. Ich finde auch, wie teuer ist ein Burger? 14 Euro. 14 Euro. Geht voll klar für Familie. Ja. Das sind meine Abonnenten. Am Saufen. Auf den Weg. Alter, wer ist das? Ist der Follower bei mir, der Mann? Nein, das ist der hier euch. Echt jetzt? Digga. Da ist es, danke, das ist der Mann. Sehr gut. Sehr gut, Jungs. Wir haben die nächsten Abonnenten getroffen. Sydney, du hast diesen Laden hier zu Ruhe 2.0 gemacht. Es sind nur Deutsche. Hier sind nur Deutsche. Der Kollege da auch, da vorne. Das sind nur, hier sind nur Jürgen Burger. Das ist geisteskrank. Super Laden. Wie fandet ihr den Burger hier? Schon eine gute 8, 9. Und hier ganz schlau gemacht, Valentinstag in Paris verbringen. Super gemacht. Super gemacht. So, ich bin jetzt auf dem Weg ins Stadion. Mein Bro, mein Taxifahrer hat mich verkauft. Ich habe den angerufen. Ich habe mir seine Nummer geholt. Und er meinte, er ist schon weg. Aber jetzt ist 19 Uhr. Ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Ich brauche 40 Minuten von dahin. Die waren richtig korrekt, ne? Also die waren sehr, sehr korrekt, muss ich sagen. Ich hab das Essen von denen auch bezahlt. Das war so eine komplette Klasse. Richtig coole Leute. Freue ich mich immer, wenn ich so nette Abonnenten treffe. Hat auch ein bisschen reingeschallert, muss ich sagen. Also für den Preis, finde ich, geht es aber sogar. Das waren so 15 Leute. Jeder Burger hat so, könnt ihr euch ausrechnen, oder 20. Das geht dann in Ordnung, finde ich. Da ist der Laden hier, so heißt er. Okay, es kracht komplett. Ich muss jetzt hier noch 2 Kilometer laufen, weil hier alles zu ist. Aber ich mach Meter. Eli Jella ist hier. Und langsam steigt der Hype, Freunde. Ich weiß, wie ihr das seht, aber das ist auf jeden Fall einer der krassesten Partien, die so hätte passieren können im Achtelfinale. Und es ist immer geil. Gibt nichts Geileres als Fußball. Ich habe die nächsten Abonnenten getroffen. Die Jungs kommen aus Nürnberg und wollen hier Karten ergaunern. Wie selbstbewusst seid ihr? Das geht doch nicht so einfach. Ihr seid hier aus Nürnberg hergefahren oder flogen? Ja, mit Zug. Und ihr wollt hier Karten geiern? Ja. Ihr kriegt das. Ich glaube an euch, Jungs. Wir sind drinnen.
sind nicht die besten Plätze, sind wir ehrlich. Aber ich bin einfach froh, hier zu sein. Das war gerade eine Aktion. Guckt euch den Mann da an. Der hockt hier, glaube ich, schon seit 4 Stunden oder so. Bist du nervös, Anton? Ja, halt nur wegen Leo. Hauptsache er spielt gut, der ist egal. Er spielt, ne? Ja, ja, ja. Mbappé spielt aber nicht. Ich glaube, Ergebnistipp von mir, ich sag 2-1 für Bayern. 2-1 Bayern. Was sagst du? 2-2, aber Messi macht Tor. Ich freue mich so auf die Pyros. Also die töten safe, ne? 100%. Digga, wie geil ist einfach der eine, der da die ganze Zeit rumschreit, der Mann. Ist der Chapo. Ja, ja. Also es wäre richtig geil, wenn die hier ein Tor schießen und dann hier rüber rennen würden. Das wäre sehr geil. Oder generell, wenn auf dieses Tor ein paar Tore passieren. Wir gehen nachher nur essen und er lädt aus dem Café heraus seine scheiß Datei hoch. Das ist Grind. Für die, die noch kein Follow da gelassen haben, Follow da lassen. Danke. Ja, Bro, ich flieg morgen Abend direkt weiter nach Barcelona wegen Europa League. Dann Liverpool Real und dann Rückspiel ManU gegen Barca Auswärtsblock. Ich lebe nur für die Blocks. Sein ökologischer Fußabdruck kannst du nicht vermarkten. Ashraf Hakimi! Sergio Ramos! Bei Leo ist schon am lautesten. Glaubst du, ich glaube bei Mbappé. Aber er spielt ja nicht. Ja, er spielt ja nicht. Aber ich glaube bei Mbappé. Ich glaube Mbappé. Hey. Ich glaube, die lieben Mbappé mehr als Messi. War das so laut? Nee, geht eigentlich nicht. Ja, war okay. Digga, ich bin Teil der Choreo. Guck mal, hier rechts. Ich bin Teil der Choreo. Ich bin am Schwingen. Digga, da hinten. Eine andere Perspektive. Normal sitze ich immer so frontal. Thank you.
So Freunde, erste Halbzeit ist zu Ende, 0-0. Gab schon mal spannendere Spiele, aber beide tasten sich ab, beide sind vorsichtig, wobei ich finde, Bayern ist schon überlegen. Die haben viel mehr Torschüsse, viel mehr Ballbesitz und Paris geiert halt auf Konter, ne? Und wenn jetzt Mbappé reinkommt, dann könnte es sehr, sehr haarisch werden. So geil, wenn Messi am Ball ist, alle stehen direkt auf, die Zuschauer. Ja, sobald Messi am Ball ist, alle stehen auf, alles wird laut. Erste Halbzeit zu Ende, 0-0. Ich glaube, zweite Halbzeit könnte es, ich predikte es, wenn Mbappé reinkommt, diese Konter sind sehr, sehr ekelhaft. Alles wieder auf Null!
mein Gott! Abseits für den Nachtritt! Das Ding ist durch, Bayern gewinnt 1-0. Finde ich sogar verdient, hätte aber auch unentschieden sein können. Die letzten Minuten war Paris am Drücker. Das ist stark für Bayern, sage ich euch ehrlich, weil in München ist es eklig. Davis hat mit Messi-Trikot getauscht, Musiala mit Neymar. Oh, hätte ich auch gern. Wir gehen jetzt noch was essen. Der Mann ist leicht angeknackst, aber 1-0. 1-0 geht klar. Ja, ist okay. Aber Pavard hat halt echt die Riesenchance von Messi abgeblockt nochmal, ne? Ja, also die hätten auch ein Tor machen können, aber gut. Aber trotz Niederlage feiern die Fans, die Spieler hier. So, wir sind jetzt auf dem Weg. Mein Handy ist vorhin ausgegangen. Tabasco ist jetzt hier auch am Start. Wir fahren jetzt zum Restaurant. Wir hatten übrigens Angst, dass wir abgestochen werden teilweise. Wir sind durch so einen Wald gelaufen. Erstmal so 25, 30 Minuten, bis wir ankommen. Und der Typ fährt jetzt zu seinem Hotel, holt seine Scheiße. Nein, ich laufe zum Hotel. Ich habe es extra neben dem Restaurant gebucht. Er läuft zu seinem Hotel, um seinen Laptop zu holen, damit er die Dateien aus dem Restaurant hochladen kann, damit er sie nachts schneiden kann. Richtig. Also das ist für Macher, ja, okay, aber bitte such den Cutter, der was kann. Eli, ich kann das am besten, glaub mir. Ja, ich verstehe das, aber das ist auf Dauer ungesund. Du fliegst in den nächsten 7 Tagen, fliegst du, glaube ich, um 14 Kontinente. So, wir sind jetzt hier. Das ist der Laden. Ich schwör's dir. Übrigens, Anton, es kommt mir mit Paris-Trikot. Ich schwör's dir, da vorne sind Leute mit Anzügen und weiß ich nicht was. Also hier sind, keine Ahnung, und Anton ist hier mit Paris-Dings da reingesteppt. Die dachten so, no, no, no. Dann habe ich aber gesagt, wir kommen von Julian Draxler, sollte ich sagen, von Mustafa. Und dann hat er gesagt, ja, okay, da kommt rein. Weil der Mann wäre hier mit Jogginghose und einem Paris-Ding. Die denken, Anton geht jetzt hier gleich. Cut jetzt meinen Vlog, Digga. Digga, die denken, was du zockst jetzt hier ein bisschen World of Warcraft. Ja, normal. Also, für diesen Laden stehe ich mit meinem Namen. Holt euch Burrata, das ist das leckerste Burrata, was ich je gegessen habe. Vitello Tonato ist geisteskrank und die haben hier noch so Garnelen, aber irgendwie das bin ich zu müde, um mir das gerade rauszusuchen. Das hier sind die besten Nudeln, die ich jemals gegessen habe. Auf jeden Fall letztes Jahr. Tagliatelle al King Crab. Kostet halt leider auch ein bisschen was, aber es lohnt sich, wirklich. Also das Essen hier ist brutal. Ausgezogen. Aber hinten ist Dragon Ball. Echt? Ist auch ein Dragon Ball ist auch hart. Und er lädt sich gerade World of Warcraft runter. Das hier ist das geilste Burrata, was es gibt, sage ich euch so, wie es ist. Ich habe noch nie in meinem Leben so ein gutes Burrata gegessen, ich schwöre. Also, und ich bin echt wählerisch bei sowas. Den Laden habe ich von dem Mann. Ihr kennt ihn. Er hat Cristiano Ronaldo die Haare geschnitten. Die Hauptspeise ist gekommen. Nudeln mit so Hummersoße und hier Krabbe und Tomate und hast du nicht gesehen. Ich habe eigentlich nicht mal so viel Hunger, aber ohne Witz, das sind so geile Nudeln. Ich habe aufgegessen, ich hatte nicht mal Hunger, ne? Ich habe vor ein paar Stunden den Burger gegessen, 2 Stück. Nudeln super, Burrata super. Der hat nicht aufgegessen. Oh, ich esse schon auf, alles gut. Aber der hat sich im Stadion noch was reingezwiebelt. Ja, ja. Wenn man nicht ganz so viel Hunger hat, dann schmeckt es auch nicht so, ne? Wie fandest du es? Super, der Drink war geil. Top. Kein Alkohol, Salam. Super. Ja? Ja. Guckt euch an, welche Macher hier schon alles da waren. Justin Timberlake, Leo, Adam Sandler. Ihr kracht es komplett hier. Wer ist der nochmal? Hamilton, hier ein paar Rapper. Da oben ist Neymar. Da haben wir Chris Brown ist da oben. Ey, Digga. Oh, guck mal hier. Krisch. Warum ist Krisch? War auch schon hier. Travis Scott war auch hier. Kylie Jenner war hier. Das ist Rihanna. Rihanna, wo sie schwanger war, war hier. Eddie Jello war hier. So, Freunde, ich bin zurück im Hotel. Bin am Ende.
ist 2 Uhr morgens. Ach Digga, mein Flieger geht um 9. Man braucht voll lange dahin. Das heißt, ich muss um 6 wieder aufstehen. Weil ich morgen früh, na mittags ja, Termin in Berlin habe, muss ich den so früh nehmen. Aber so ist das halt. Ich hoffe, euch hat das Ganze hier gefallen. Und ihr lasst ein Like da, ihr lasst ein Abo da. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mal wieder einen Stadion-Vlog aufzunehmen. War jetzt nicht das interessanteste Spiel, ne? Hand aufs Herz, ist halt so gewesen. War aber nice auf jeden Fall wieder so, diese ganzen Stars mal in echt zu sehen. Auch dieses davor und danach. Und die Jungs mal, also so Anton und die anderen mal wieder so zu sehen. Das ist schon ganz lustig. Und auch wieder Abwechslung auf dem Kanal. Stadion-Vlogs kam ja immer super an. Und wird auch immer wieder mal kommen. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Abonniert den Kanal, lasst ein Like da. Ich gehe jetzt schlafen, wenn ihr das Video seht. Abends gibt es einen Stream. Watch Party von Dortmund und danach mal gucken. Ja. Kuss geht raus, Freunde.